Hallo zusammen auf meinem Kanal. Ich kodiere für euch heute einen E70 X5 und zwar mit der Option Spiegel einklappen über Funkschlüssel. Also aktuell kann ich es nur von innen bestätigen. So, zuerst Inpa öffnen. Batterie und Zündung ist ein. Gehe ich auf Schließen, dann durch NCS Expert öffnen mit Doppelklick, wähle da oben Datei, Laden, Expertenmodus, Doppelklick, F1, F3 und da wähle ich meine E-Baureihe aus, in dem Fall E70, Doppelklick, nochmal auf OK. Kurz warten, bis oben Fahrgestellnummer kommt. Dann klicke ich hier auf Zurück. Steuergerät bearbeiten. Also ist mit dem Spiegel einklappen über Funkschlüssel ist in FRM drin, Fußraummodul. Doppelklick. Nummer auf OK. F2. Kodierdaten lesen und dann durch da unten auf Job ausführen, F3. Kurz warten, bis Kodierung beendet steht. So, Kodierung ist beendet. Dann gehe ich rüber zu NCS Dummy. Also hier oben erstmal die Reihe verwenden, E70, dann auf Datei wählen und TRC bräuchte ich dann. Und beim Modul muss ich dann das da hier suchen, FRM2-E70.C09. Gehe ich hier drauf. Und suche jetzt FM2E70.C09. Klicke ich drauf. Und dann gehe ich auf Suche. Schreibe in Suche Spiegel rein. Dann gehe ich auf Enter. Spiegelheizung braucht man nicht. Spiegelmemory brauchen wir auch nicht. Spiegelbordstein auch nicht. Spiegel einklappen auch nicht. Spiegelkomfort einklappen. Also bei mir ist es schon aktiv, weil ich das schon davor kodiert habe. Aber ich zeige es euch trotzdem vor. Also wenn es auf nicht aktiv ist, auf aktiv Haken setzen. Zeige ich mal kurz. Also so ist Standard. Auf aktiv setzen, danach rübergehen zu Export, hier draufklicken, unten einmal speichern, auf MAN-Datei speichern und dann wieder rübergehen zu NCS Expertenmodus. Und dann klicke ich auf F2 mit Job ändern, Steuergerät kodieren und auf F3 Job ausführen. Also weil ich das schon gemacht habe, mache ich das jetzt nicht, aber da oben steht dann Kodierung aktiv und immer warten, bis Kodierung beendet steht. Und danach ist alles kodiert. Ich kann es kurz vorzeigen, wie es dann aussieht. So, bin jetzt draußen. Tür ist noch offen, Spiegel noch ausgeklappt. Also beim BMW-Schlüssel einmal draufklicken, passiert nichts. Man muss gedrückt halten. Erst die Spiegel einklappen, dann kann man loslassen. Und beim Öffnen nur einmal draufklicken und die Spiegel nehmen auf. Dankeschön.